Ach, schön, 7. Februar und auch die 7. Folge. Da habe ich wieder mal geil angefangen. So. Huch. Ah, Atemgerät. Nein, 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 ich nehme doch eine andere. Da. Obwohl, wir sind an einem Schiff, da ist eine Waffe gut, die streut, ne? Warum habe ich keine Schrotflinte? Ich will die Schrotflinte. Nehmen wir mal die Farmers, die streut ja ein bisschen und die Ska. So, los geht's. Ich habe einen Rip klar gemacht. Los! Wir sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Beeilung, Marine. Die Zeit ist gegen uns. Sergeant Racker, an Steuer. Erreiche die USS Titan. Keiner weiß, was hier los ist. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt es nicht. Verstanden, Nathan. Die Menschen auf der Valkyrie verlassen sich auf uns. Hier geht's nicht nur um die Valkyrie, Junge. Sieh sie dir an. Hier wäre ich beinahe gelandet. Wie lange dauert es wohl noch, bis das Schiff untergeht? Lange genug. Dann mal los. Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du führst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Hey, oh, bitte, Marine. Ich genieß die Fahrt. Tun soll. Unter der Titan ist ein Riff am Rand einer 3000 Meter tiefen Schlucht. Sie könnte jeden Moment abrutschen. Ganz ehrlich, irgendwie sind die Wassereffekte. Wow! Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott! Sie läuft voller Wasser! Glaubt nicht! Ich glaube es euch, kleiner Bruder. Irgendjemand hat sie erledigt. Sorry, Sir! Wo müssen wir hin? Kommen wir rein! Warte mal um und kreis sie. Sucht nach einem Loch im Rumpf oder so. Ich fühle mich gerade wie bei Star Wars, wenn ich hier so hoch gucke. Da, ein Loch im BGB. Ich habe solche Schäden schon mal gesehen. Chinesische Schiffsabwehrrakete. Fahr durch, Wrecker. Boah, ich sehe gar nichts. So. Die Titan wurde nicht vom EMP in Shanghai getroffen. Sie hat mehrere Stunden lang Berichte gesammelt, die wir darum bitte ich. Lass uns beeilen. Los, weiter! Bewegung! Laservisier. Finde ich auch geil, dass man das aus- und anschalten kann. Den kippt. Irgendwann wird sie runterrutschen. Dann sollten wir lieber nicht mehr hier sein. Und der VDR auch nicht. Naja, Fluchtplan klingt anders. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale. Such nach Luke G46. Durch die kommen wir direkt ans Ziel. Okay, Luke 65. Da lang. Geh voraus. Finde Luke G46. Gefunden. Da ist die Luke. Wrecker hat sie. Ja, warte, ich helf dir. Aufmachen. Sollen wir echt runter? Du kannst schwimmen, oder Marine? Ja? Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los! Na, dann mal los. Du hast das Arschloch gehört. Spring rein.
Na dann mal los. Boah, wie behäbig man hier unter Wasser ist. Auch cool gemacht wieder. Da klopft irgendwer. So trostlos. Hey, ich hänge irgendwo. Jetzt nicht mehr. Oh. Das ist nicht der einzige Tote, glaube ich. Oben. Ah. Hey. Luft. Hört mal. Der Lebende? Könnte mechanisch sein. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Sind alle bereit? Dann losgehen. Wir sind ganz nah. Geräusche sind ganz vor uns. Sir, das klingt wie ein SOS. Vielleicht ist jemand eingeschlossen. Das wissen wir nicht, Sergeant. Was ist denn aus der Suche nach Infos geworden? Und Überlebenden? Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Verstanden, Sergeant? Von uns hängen mehrere 10.000 Leben ab. Nicht nur eine Handvoll. Selbst eine Handvoll zählt. Wir denken da anders. Denk, was du willst. Bewegung, verdammt. Das ist nicht mechanisch. Das sind Menschen. Er ist ein mieses Arschloch. Wenn hier noch Leute sind, können wir sie nicht im Stich lassen. Das wäre nicht richtig. Ich weiß, Heinrich, ich weiß. Mann, seht euch das an. Das ganze Deck steht unter Wasser. Scheiße. Ich glaube, das Wasser steigt. Finde einen Weg da durch. Wir müssen die Insel rausschaffen, bevor das Schiff untergeht. Na, großartig. Sie läuft voll. Ach, da lang. Wir lassen sie nicht zurück. Selbst mit dem Schweißgerät würde das Ganze 9 Minuten dauern. Wenn das Wasser weiter so steigt, sind sie bis dahin längst tot. Sie bleiben hier. Das ist ein Befehl. Du hast Garrison gehört. Mann, fick dich. Halte durch, Leute. Mann, halt nicht. Hör damit. Scheiße, Irish, bleib cool. Es tut mir leid. Gehen wir los, los. So ein Wichser, das zahle ich ihm heim. Den hol ich mir. Wecker, wir müssen los. Die haben uns hier eingesperrt! Bitte lassen Sie hier unten sterben! Wer hat euch eingesperrt? Sie haben uns eingesperrt und hier gelassen. Keine Ahnung warum. Sie haben die Rakete ins Schild geschossen und es dann geändert? Das ist doch sinnlos. Decker, wir sollten weiter. Ich will hier nicht sterben! Nein, bitte! Sag meiner Mom! Sag meiner Mom! Ich kann doch so nicht sterben! Nicht in diesem Raum! Krass, ey. Bringen wir es hinter uns. In wenigen Minuten geht's hier runter. Wo sind die Chinesen? Gefunden, Wrecker! Also los, runter von diesem Verkauf. Arschloch. Wir haben auch Zeit. Zurück zur Valkyrie. Ich höre Stimmen. Auf dein Signal, Wreck! Okay, dann mal los.
Zack. Fliegen Laservisiere durch die Luft. Danke. Komik, wie kommen wir am schnellsten raus? Einfach geradeaus. Auf dem Weg, ihr Schweine. Deckung! Scheiße. Nein. Scheiße. Nicht jetzt. Warte. Erstmal entspannt hier eine Waffe aussuchen. So, ich glaube, wir brauchen jetzt mal hier. Nehmen wir mal die. Und die KZ. CZ. Flugzeug, Flugzeug. Mehrfachkill. So. So, erstmal visieren. Au. Auf Granaten habe ich keinen Hunger. Feuer. Immer nur ein Schuss. Ganz. Uah. Alter. Durch das Schwingen des Schiffes ändert sich das Zielen auch. Geil. Mann! Alles klar, kampfbereit. So. Jetzt. Ist gerade ein Flugzeug abgestürzt? Ah, ihr geht mir alle auf den Sack. Nerv.
So, Gesundheit wieder aufladen. Gleich ein Riesenknall. Glück gehabt. Jawohl. Nein, nicht der Wolf, das war unser. Los, los! Ihr wollt mich wohl verarschen! So, dann machen wir mal in der nächsten Folge eine Bootsfahrt. Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.